Hallo Leute und willkommen bei einem neuen Part von Deus Ex 3 Human Revolution. Im letzten Part haben wir hier ordentlich das Parkus zusammengeschlagen und zusammengeprügelt und zusammengewichst und was weiß ich noch alles. Hat sich auch ordentlich gelohnt. Wir sind ordentlich weit gekommen, aber wir sind noch längst nicht fertig. Auf jeden Fall möchte ich durch jede Wand prügeln, die es hier gibt. Um einfach nur Forscherpunkte zu bekommen und vielleicht finde ich hier auch ein paar nette Sachen manchmal. Wer weiß das schon, auf jeden Fall kann ich hier durch und es gibt bestimmt Forscherpunkte. Würde ich fast, ja, da gibt es ja auch schon und Praxispunkt bekommen. Das ist noch viel schöner. Dann, wo will ich den einsetzen? Denn mittlerweile habe ich schon fast alles voll, wie man hier sieht. Ach, das ist einfach nur manchmal sehr, sehr schön. Ich glaube, ich hole mir... Das beschleunigt das Ganze. Das kann manchmal sehr, sehr nützlich sein. Ich habe sogar Zeitpraxispunkte. Warum? Okay. Alles klar. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bräuchte ich noch etwas anderes mehr. Nee, das bräuchte ich definitiv nicht eher. Da kann ich... Ach, nee, kommt, Leute. Ach, nee, kommt. Wisst ihr was? Nee, das ist... Ach, nee, kommt. Ach, ach, ach. Ach, Roboter. Brauche ich Roboter? Obwohl, wenn ich die deaktivieren kann, kann es auch nützlich sein. Ich hole mir das Ding jetzt einfach. Da bin ich jetzt hier auch voll. Da bin ich hier schon fast überall grün. Das ist auch ganz schön. Aber trotzdem. Na, ich wollte nicht hierhin. Ich wollte hierhin. Ich hole mir die letzte Zelle. Gut. Dann habe ich jetzt 5 Zellen zur Verfügung. Und das ist auch ganz nett. Und, ha! Ich glaube es nicht. 2 Zellen füllen sich jetzt immer auf. Das ist ja schön. Das hat sich doch ziemlich gelohnt, wenn ich mal ehrlich bin. So, mal gucken, wo ich hier rauskomme. Okay, hier war ich ja schon mal. Aber es wäre ein alternativer Weg gewesen. Zumindest das ist auch mal ganz schön zu wissen. Gut, hier gibt es 2 PCs, die will ich doch mal hacken. Hier habe ich bestimmt doch den... Nee, habe ich nicht. Aber weiß, vielleicht habe ich hier dafür den Code. Okay. Ah, generische Pharmazeutika aus Indonesien. Schnäppchen! Ihr von Mock Pharma Online führen sämtliche generischen Medikamente, denen sie vertrauen, und das zu unschlagbaren Preisen. Wir befriedigen jeden Arzneiwunsch, Erkältung und Grippe, Schmerzsalat, Hautausschläge, Gicht, lymphatische Störungen, Magenprobleme, Verdauungsstörungen, metabolischer, so viel, was, so, Solipsmus, Apathie und Angst und vieles mehr. Alles, was ich momentan gleichzeitig habe. Gerade in diesem Moment. Nein, Quatsch. Shoppen Sie online oder rufen Sie uns an unter 1. Naja, könnt ihr euch gerade selber lesen. Ruf mal an. Mal gucken, was bei rauskommt. Pharmazeutiker vom Mock Pharma. Alles echt. So. Zuerst die vorrangige Mail. Quan. Haben den letzten Beltau-Agenten obduziert, den wir letzte Woche im Jung Plaza gefunden haben. War komplett mit total krassen Augs vollgestopft. Jede Menge Zeug, das wir noch nie gesehen haben. Gibt nicht mal einen Herstellernamen oder eine Seriennummer auf den Dingern. Hat ein Augenimplantat, das wir nicht mal aktiviert kriegen. Kannst du einem alten Freund helfen? Wow! Kannst nicht erwarten, das Zeug zu sehen. Ich glaube allerdings nicht, dass ich dir helfen kann. Müssen es wahrscheinlich Zeng schicken. Der Kram übersteigt, glaube ich, meine Fähigkeiten. Ist heutzutage so gut wie unmöglich, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ah, ich verstehe. Das sind ja hier Augmentierungsfreaks und die klauen wahrscheinlich von Bell-Tower-Typen die Implantate. Deswegen war auch eben dieser Raum so blutig. Okay. Weimen, ich habe hier ein Brustimplantat mit einer seltsamen Seriennummer. Keine Ahnung, was ich dafür verlangen kann. Kannst du mir vielleicht helfen? Ist ein spätes Agaki-Modell, Seriennummer, bla bla bla. Vielen Dank. Die Teile stammen aus einer Zeit vor der Standardisierung. Sind aber gut gemacht, wertvoll. Mindestens 4000 Credits. Beteiligst du mich am Gewinn? Die alten Checker hier machen die echt. Klauen die echt Implantate. Das ist echt, wow. Mies. Also ich find's echt mies. Speichern. Rein da. So, das musste auch mal sein, wieder rülpsen. Rülpsen gehört dazu, wie ich finde. Das ist menschlich und wir Leute sagen, das ist ja voll ekelhaft, was du machst. Das ist mir doch scheißegal, Leute. So, Transfer rein. Da rein. Da rein. So, da rein. Das verstärken. 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 Das will ich haben. Das möchte ich auch gerne haben.
das möchte ich auch gerne haben. Warum nicht? Das auch. Und das gerne auch. Da habe ich nämlich alles. Und die ganze Welt. Zugriff gewährt. Gut. Oh, noch mehr. Tong. Okay. Tong, ich hatte da etwas... ich hatte da etwas Interessantes für Sie. Abgesehen von den üblichen asiatischen Augs, haben die Jungs von BT, also Bell Tower, auch noch eine echte Schönheit liegen lassen. Ein Seraph Arm mit modifiziertem Kampfchassis. Dieser kleine Bastard verwendet Mikroladungen, um die Schrapnelle zu verschießen. Sogar das Rückschussproblem wurde gelöst. Das müssen Sie sich unbedingt mal ansehen. Zeng. Okay, ich werde es mir mal ansehen. Ich will, dass der Arm einsatzbereit ist. Er hat lange genug rumgelegen. Okay. Anscheinend will Tong, einen Typhoon haben. Das gefällt mir nicht so gut. So. Hey Kleiner, ich habe eine Steiner Heppel Obturator Dreiviertel Beinaugmentierung. Mein Güte. Perfekter Zustand, bis auf einen kleinen Orbital Haares. Irgendeine Idee, wie man es reparieren könnte? Meine Fresse! Wo ist das Ding denn her? Von den Spitzensportler! Ich kann es reparieren, aber dazu brauchen wir Mikronenplasma-Bonder. Junji arbeitet im Laden, in dem einen gibt. Versuch es mal mit dir auszuborgen. Ja, so reden die Typen. Und hat man es nicht schon mal? 1000 Mal. 50.000 und ihr Schiff. Ich schaff's über wieder diesen komischen. Ja, das haben wir doch schon irgendwo gelesen. Ich will das nicht wieder lesen. Ihr könnt es gleich gerne aber durchlesen. Mir ist es gerade egal. Okay, ansonsten sind wir hier auch schon fertig, oder? Hier gibt es nichts Neues. Dann kann ich hier abduften. Aber hier möchte ich gerade nochmal lang gehen. Oder beziehungsweise hier unten runter. Was gibt's denn hier noch Feines? Okay. Kurz durchgucken. Okay. Und gucken, was passiert. Leute müssten das eigentlich hören. Haben sie auch. Oh, Karate. Nee, das war auch doof. Nee, das war ja vorne anklar, dass es doof ist. Also Leute, bis gleich. So, da sind wir wieder. Also hier werde ich jetzt nicht durchbrechen, wie ihr euch vorstellen könnt. Weil das sonst einfach nur blöd Aufmerksamkeit erregt. Und die kann ich jetzt einfach gerade nicht gebrauchen. Aber hier will ich gerade durchhauen. Damit ich aber eine Abkürzung habe, durch die ich immer wieder gehen kann. Und, oh, ein PDA. PDA, das mag ich ganz gerne. Und das sind ja wohl... ekelhaft. So. Alter, das ist ekelhaft. Okay, das ist... erstmal Hände waschen. Ekelhaft. So. So, PDA durchlesen. Waffenraum. Passwort des Tracks. Gut. Und wo komme ich jetzt hier wieder raus? Okay. Kriege ich Munition? Ich krieg Munition. Ja, die wollte ich auch haben. Und mehr wollte ich ja nicht haben. Gut. Da war ich ja eben. Da war ich hier. Gut. Wo komme ich eigentlich hier raus? Unzerstörbar? Nee. Siehste, komme ich auch so durch. Gibt es hier unten noch was Feines? Anscheinend nicht. Okay. Aber ich würde fast wetten, dass es hier in diesem Schacht irgendwas gibt. Oder? Gucken wir noch einfach mal nach. Es schadet ja einfach nicht. Wenn man aber hier hochspringt, nachguckt. Hochspringt, nachguckt. Und hochspringt, nachguckt. Ja. Hier ist nichts. Und tatsächlich wird es hier auch weiterhin nichts geben, oder wie? Echt? Achso, hier könnte ich runterkommen. Okay. Verstehe. Obwohl, wenn ich hier drauf komme, auf dieses Geländer kann ich da nicht drauf kommen, weil ich irgendwie an meinen Kopf stoßen würde. Okay. Dann, oder? Ja, doch nicht. Ich bin wieder drauf gekommen. So, aber jetzt komme ich noch höher. Könnte problematisch werden. Ich probiere es aber einfach mal. Nee, das war nicht gut. Aber ich lasse es einfach sein. Ich habe keinen Bock darauf. Ich habe einfach keinen Bock darauf. So. Wo gehen wir jetzt hin? Ich bin wieder eine zu tief Runde gefallen, glaube ich. Ne? Wenn mich nicht alles irrt. So, hier will ich wieder durch. Dankeschön.
Dankeschön! Wie viele Künstler es immer sagen. Ich finde es immer total lustig. Gut. Ich möchte trotzdem mal den anderen Weg mal. Zumindest mir mal angucken. Denn wo komme ich denn letztendlich hier raus, wenn ich hier lang gehe? Denn hier bin ich, glaube ich, noch nicht lang gegangen. Obwohl, ha, doch. Ich weiß, wo ich rausgekommen bin. Hier ist der Roboter, den ich mal wegschmeißen kann. Ich liebe es. Okay, gut. Dann könnte es jetzt etwas spannend werden. Munition mitnehmen. Immer schöne Munition mitnehmen. Man weiß ja schließlich nie. So, und jetzt heißt es... bedacht vorgehen. So, der Typ ist gefährlich. Und die anderen Typen sind am Pennen. Ich weiß halt nicht. So. Bist du wach? Ja, der Typ ist wach. Und der Typ scheint mir wirklich am Pennen zu sein. Alles klar. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Das ist echt nicht leicht jetzt hier gerade. Ja, keiner gesehen. Oh Mann, oh Mann. Der Typ dreht um. Ja, wie soll ich an den Typen rankommen? Ich kann versuchen zu betäuben, den Typen dann hinten. Okay, das kann ich probieren. Das wäre eine Möglichkeit. Aber dazu muss ich erstmal sehen, dass der Typ hierher kommt. Erstmal die Waffe ziehen. So, steht der Typ jetzt da oder nicht? Ich kann es nicht sehen. Und es füllt sich doch keine zweite Zelle auf. Das war doch ein Trugschluss. So, der Typ steht jetzt da. Speichern. Okay, jetzt also schießen. No! Okay, der Typ scheint herzukommen. Das könnte zu meinem Vorteil letzten Endes kommen. Wo ist das? Nur. Gut. Komm her. Schnell, 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 schnell. Du musst jetzt ganz schnell herkommen. Und hoffen, dass der Typ durch die Kisten das nicht sieht. Wie gesagt, der Typ ist am Pennen, der merkt gar nichts. So, der Typ darf mich nicht bemerken. Das ist die einzige Sache. So, da hinten ist auch noch einer. Der beobachtet das Ganze ein bisschen mit. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Im Grunde, wenn ich aber Glück habe... Probier's mal. Komm, jetzt. Ich kann nicht um die Ecke gehen. Wie doof ist das denn? Na, scheiße. So, wenn der Typ mich sieht, ist halt die Kacke am Dampfen. Da ist die Kacke überall am Dampfen. Und da kann ich... Ah, fuck, dieser Typ da hinten ist echt ein Problem. Wie kann ich den ausschalten? Ja, gut, ich habe im Grunde eine Idee. Die ist nur ein bisschen problematisch. Weil da brauche ich nämlich eine Energy-Regel. Und wahrscheinlich sogar noch einen. Okay. Bleibe ich noch 6 Stück davon. Speichern. Und. Das habe ich gehört. Das hat was gehört, ist mir gerade scheißegal. So. Der ist mir wichtig, dass der Typ weg ist. Oder ist noch einer, oder? Hallo? Wer ist da? Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Scheiße! Das ist Kacke. Ja, das kann nicht so. Komm, schieß doch bitte mal platt. Na toll. Kann mich ja nicht mal töten. Danke. Danke, irgendeiner muss das ja tun. Gut. Bis gleich. So. Das sind wir wieder. Das Ganze werde ich jetzt nochmal probieren. Diesmal aber versuche ich den Typen, der mich sehen kann, zuerst auszuschalten. Obwohl, brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Ich probiere. Ja, ich mache es aber trotzdem. So, das wird spannend jetzt wieder. Aufstehen. Und. Los.
Hallo? Naja, du hörst zwar was. Das habe ich gehört. Irgendwie aber auch nicht. Gut. So, der Typ wäre weg. So, der Typ. Oh, oh. Nicht gut. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich das abspeichern will. Problematisch auf jeden Fall. Da ist mein Ziel. Ich muss jetzt auf jeden Fall warten, bis die Batterie wieder voll wird. Anscheinend kann ich hier stehen bleiben. Ich stelle das mal kurz raus, Leute, bis die Batterie voll ist. Nein, ich gehe mal kurz aus dem Blickwinkel des Typen raus. Okay, jetzt bis gleich. So, das war es erstmal so. Die Batterie ist voll. Und jetzt muss ich aufpassen, dass der Typ... Das ist natürlich gerade schlecht, weil der Typ gerade auf mich zukommt. Jetzt guckt er gerade weg. Er hat es nicht gesehen. Perfekt. Scheiße! Wie ich es hasse. Oh, ist das dämlich. Aber das lasse ich jetzt so. Das ist mir jetzt ziemlich egal. Gut. Waffe wegstecken, bitte. Danke. Das speichere ich jetzt aber so. So. Und jetzt muss ich nur warten, bis der Typ hier hinkommt. Dann schalte ich ihn von hinten aus. Und den scharfen Typen kann ich dann einfach so ausschalten. Dann ist eigentlich nicht mehr viel hier. Da ist auch irgendwo noch ein Typ um die Ecke. Aber den kriege ich auch noch so. So. Komm, komm, komm. Den drehe ich jetzt mal um. Und speichern und los. Alles klar. Zack, mitten ins Gesicht, mein Freund. Und wie die Ärzte mal gesagt haben, mitten in die Fresse. Gut, kann ich sogar beides nehmen. So. Dann gucken wir mal, ob ich wirklich von den Typen genau hinstellen. Den Broadview-Tunnel ab. Oh, schläft er nicht süß. Schläft er nicht süß mit seinen großen Bienenaugen? Sieht er nicht süß aus? Sieht er nicht süß aus? Aus. Hallo? Na, das merkt er. Das ist nicht wahr. Ich mach den Fernseher aus und das bemerkt er. Unglaublich. Leute, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wieder warten, bis das Ding voll wird. Wieder zurück nach Detroit, wo heute Abend. Wenn ich so weiche Fenster mache, bemerkt ihr das. Das ist echt lächerlich. Oh, gleich kann ich mir Nudelsuppe holen. So, und Schuss, mein Kumpel. Ja, na gut. Dachte, der wäre am Sitzen gewesen, aber ist mir doch egal. Gut, was hast du dabei? Schmerzmittel. Kannst du. Alter, ich habe nichts davon gesagt, dass du das Ding aufheben sollst. So. Das kann ich hier auch da. Oh, PDA mitnehmen. Hier kann ich die Wand durchbrechen. Nice. Achso, das war die Wand, die ich nicht aufbrechen wollte, sollte, weil da waren die Typen durchgedreht. Kann ich jetzt im Grunde machen, will ich aber noch nicht. Gut. Hier ist eine Zelle. Okay. Hier auch. Okay. Und dazu müsste ich den Code haben. Hab ich nicht? Wieso habe ich denn den Code nicht? Na, auf jeden Fall brauche ich ihn nicht. Weil ich mich durchprügeln kann. Ach, ist es nicht fein, Leute? Doch, es ist fein. Ach, herrlich. So macht man gerne. So. Das könnt ihr jetzt gerne durchlesen. Ich möchte es gerade nicht durchlesen. Seite 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut. Was haben wir hier? Schadensupgrade. Das gucke ich mir dann doch mal ganz gerne an. Weil je nachdem... Ich lasse das mal kurz fallen. Kombinieren kann ich das natürlich damit. Alles klar. Hat sich doch gelohnt. Vielleicht lohnt sich das gleich doch nochmal zum Waffenhändler zu gehen und das nochmal zu verbessern. Aber gucken wir erstmal. Gucken wir erstmal. Vielleicht fürchtet... Ich würde fast wetten, dass ich nämlich dieses Sturmgewehr Ende des Levels brauchen kann, weil dann hier ein Boss auf mich wartet. Irgendein Boss. Gut.
Dann werde ich jetzt nochmal kurz diese Wand, also diese Abkürzung für mich aktivieren, einfach nur, damit ich kann. So. Dafür natürlich nichts bekommen. Schade drum. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Weil hier um die Ecke dürften noch Typen sein. Wie es aussieht, sogar noch zwei. Ne, nur einer. Das freut mich umso mehr. Kann ich mich langsam wieder anschleichen. Oh, der pennt sogar. Warum pennen hier alle so? Du bist ja fast nicht augmentiert, bis auf deinen Arm. Okay. Zack, 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 zack und bam. Ach, es macht einfach Spaß, Leute auszuschalten. Ja, das tut es. Okay, der hat nichts. Dann gibt's hier aber... Hier liegt so viel Kram, da kann ich bestimmt auch irgendwas von aufheben. Ich würde fast wetten. Oh, Betonungspfeile, die kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Oh, her damit. Na, Tracer-Tong. Also, wofür soll... Also, Also, wir hatten es ja mit einem Tong zu tun. Und es gibt auch einen Tong aus Teil 1 von Deus Ex. Der hieß Tracer-Tong. Und wir hatten es ja hier schon mit einmal einen Tong zu tun gehabt. Das war aber ein ganz anderer Tong, wie ich ihn in meinem Kopf hatte. So, da komme ich nicht so... Ah, doch, ich habe den Code dafür. Sehr, sehr schön. Alles klar, machen wir doch die Ports auf. Der Funkmunition brauche ich nicht. Aber Munitionskapazität Upgrade. Ja, das machen wir doch nochmal. Fallen lassen. Und ich würde fast wetten, dass ich das mal wieder... Ja. Bitte verwenden. Bitte verwenden. Ja, mach doch bitte. Dankeschön. Und her damit. Gut. Dann bin ich mal gespannt, wie wir uns bei Tracer-Tong bedienen können. Boah, wenn es wirklich Tracer-Tong ist, was hat er hier zu suchen bei der ganzen Sache? Okay, erstmal den Spam-Ordner holen. Könnte problematisch werden. Aber sitzt. Sehr gut. Dann will ich mich erstmal hier ein bisschen ausbauen. Ja, alles klar. Und zwar sofort ausbauen. Kann ich das noch verbessern? Nein, kann ich nicht. Das heißt, schnell, 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 schnell. Hier oben rein, Freigabe holen. Und jetzt sofort rein. Dürfte aber noch sitzen. Müsste passen. Und jetzt. Gut. Okay, jetzt wird's spannend. Oder habe ich schon gelesen? Nein, habe ich nicht. Vater, dich... Was? Dich denke... Wahrscheinlich ich denke, dass mit der letzten Lieferung AUX war keine gute Idee. Der Profit ist zwar okay, aber ich fürchte, wir haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ich weiß, du willst das nicht hören, aber Hongkong ist mir immer sympathischer. Tracer-Tong. Scheiße. Oh Mann, Tracer-Tong war in Hongkong. Scheiße, was? Wie geil ist das, bitte schön. Ich weiß, dass du nicht... ich weiß, dass du... Platsch. Ich weiß, dass du nichts davon hältst, aber du musst meine Entscheidung respektieren. Ich mache schließlich nicht zum ersten Mal. Ich kenne die Risiken. Was Hongkong angeht, können wir unsere Optionen prüfen. Gut möglich, dass wir jemanden brauchen, der Geschäfte überwacht. Wir können uns später darüber unterhalten. Okay. Und Tangerät. Ich habe gestern ein neues Subjekt erhalten. Die implantierten AUGs waren größtenteils unbrauchbar. Aber wir konnten ein Tangerät in nahezu perfektem Zustand entfernen. Ich würde es zwar nicht subdermal implantieren, aber es wäre hervorragend als was Mobilgerät geeignet. Sind Sie interessiert? Zeng. Oh Mann, Leute. Mit Tracer-Tong ist es... Ich will die Gitarre haben. Mit Tracer-Tong ist echt so eine Sache, weil in Teil 1 war ja ein großer Freund. Und, und hier wirkt er gerade ein bisschen unsympathisch. Gewollt? Man weiß es nicht. Kriege ich eigentlich die Munition? Nee, Quatsch, die Munition passt ja nicht darauf. Das ist ja... Oder? Passt die Munition? Habe ich schon... Ist das Standardgewehr-Munition? Nee, das Sturmgewehr. Dann passt das nicht. Gut. Dann sind wir hier durch. Bin ich mal gespannt.
Das sieht nicht gut aus. Und es ist Tong. Scheiße, er hat den Seraph Arm montiert. Oh Mann. Das ist weit genug, Guaylo. Was war das denn? So, da ist er, der Typ. Tong. Sie enttäuschen mich, Jensen. Ich dachte, wir wären sowas wie Freunde. Und dann wird mein Hacker umgebracht. Sie brechen in mein Versteck ein? Und Sie haben nicht mal genug Manieren, um anzuklopfen, bevor Sie einen Raum betreten. Halb Bell Tower sucht Sie. Gibt es einen Grund, warum ich Sie nicht ausliefern sollte? Ja, Wassili Sevchenko. Keine Ahnung, was Sie meinen. Sie tragen seinen Arm. Sein GPL-Gerät hat mich direkt zu Ihnen geführt. Beutentech. Nichts als Ärger jedes Mal. Wrong woman, dann du da hier. Der Mann, von dem ich ihn habe, war leider nicht in der Verfassung, sich zu beschweren. Belltower hat uns seine Leiche vor ein paar Wochen überlassen. Belltower? Nicht Taiyong? Taiyong holt keine Leute von meinen Straßen und gibt mir dafür ein paar Augs, damit ich die Füße stillhalte. Bei Sevchenko waren 4 weitere Wissenschaftler. Von denen habe ich nichts. Vielleicht leben sie also noch. Und vielleicht bin ich ihnen sogar behilflich. Ich höre. Ich könnte mir denken, wohin Belltower die Leute bringt. Das Problem ist nur, die Schweine haben meinen Sohn. Und er fängt sich eine Kugel ein, wenn ich aus der Reihe tanze. Sie ahnen, worauf ich hinaus will? Wo wird er festgehalten? Einer meiner Harvester wird Ihnen alles erzählen. Treffen Sie sich in der Kanalisation in der Nähe der Ellis Gardenports. Sobald mein Sohn frei ist, kommen Sie zurück und wir reden weiter. Kann's kaum erwarten. Scheiße. Also das ist der eine Tong. Wahrscheinlich muss ich gleich Tracer Tong retten. Mein alten... Leute, denkt dasselbe, was ich denke. Das ist ein Lasergewehr. Das ist ein motherfucking Lasergewehr. Was will ich eigentlich mit einem Sturmgewehr, wenn ich ein motherfucking Lasergewehr haben kann? Was zur Hölle? Fallen lassen. Aber sowas von. Ich bin aber mal gespannt, was dieses Lasergewehr so schönes kann. Nein. Nein. Bitte, mach hier nix. So. Das schieben wir nochmal hier. Nein, das war jetzt doof. Und dann heißt es, dich wieder darauf schieben. Gut. Ein Lasergewehr mit 500 Schuss. Mal gucken, was dieses nette Ding so Feines drauf hat. Das sieht so nice aus. Oh, das sieht so nice aus. Aber natürlich... Ja, es ist schon... Mal gucken, komme ich so raus nochmal? Wo sind die Typen denn? Ich will diese Waffe ausprobieren. Oh Mann, das ist nice. Okay, auf jeden Fall will ich das wieder neu laden. Weil es macht ja wenig Sinn. Ich verschieße ja sonst irgendeine Munition. Das muss ja nicht sein, ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Waffe, die, glaube ich, sehr, sehr nützlich sein kann im Kampf gegen einen Boss. So. Habe ich doch was Feines bekommen. Und irgendwo gab es doch nochmal Lasermunition. Die muss ich gleich nochmal aufsuchen. Auf jeden Fall ist hier nochmal ein E-Book. Könnt ihr euch nochmal kurz durchlesen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Waffe wegstecken. Suchen den Typen nochmal zu reden. Finden Sie meinen jungen Lawai. Er ist clever, aber er ist kein Soldat. Eher ein, wie sagt man, Raufbold. Ja, dann passt das zu Tracer Tong. Scheiße, ich muss Tracer Tong retten. Wie geil ist das denn, bitteschön? Das freut mich gerade irgendwie enorm. Ach, auf einmal. Okay. Dann kann ich das Ding endlich mal ausprobieren. Juhu. Also, mein Freund. Alles klar. Mein Gott, ich stelle mir welche fliegen.
Seht euch das mal an. Die kippen ja sofort um. Wie geil ist das denn bitte schön? Das ist ja mit die beste Waffe des ganzen Spiels. Wenn die so schnell tötet. So. Ein bisschen Fernseher kaputt machen. Okay, also das werde ich nochmal neu laden natürlich. Aber ich wollte nur gerade nochmal die Kraft dieser Waffe wissen. Die ist ja richtig geil. Okay. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich packe die Waffe natürlich jetzt ein. Rüste erstmal mal die Waffe aus. Pack's aber auch wieder weg. Und das Lustige ist, ich muss tatsächlich an dieser Stelle den Part beenden. Ja, so sieht's aus. Was soll ich dazu sagen? Leute, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.